Hey, meine Lieben, ich hoffe, ihr könnt mich halbwegs gut sehen. Ich freue mich heute, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das ist jetzt ein sehr spontanes Video, also denkt euch jetzt kein Teil dabei. Wir waren nämlich gerade unterwegs und ja, da haben wir dann gesehen, dass unser Rossmann Ausverkauf hat. Der baut nämlich um und ich kaufe eigentlich ungern bei Rossmann ein, weil ich die M1 von meiner Persönlichkeit her besser finde. Guckt mal in die Kommentare, schreibt mal, ob ihr eher Team Rossmann oder Team DM seid. Würde mich sehr interessieren. Und ja, deswegen zeige ich jetzt, was wir bei Rossmann gekauft haben. Ich glaube, wir hätten regulär bezahlen müssen 70 oder 80 Euro regulär. Und da haben wir auf jeden Fall einiges eingekauft. Ich habe nämlich zwei Tüten stehen, für die Sachen bevor. Ja, würde ich sagen, beantwortet mir auf jeden Fall diese Videofrage, ob ihr eher Team Rossmann oder Team DM seid. Und ich würde sagen, wir starten jetzt. So, ich hole jetzt einfach mal diese zwei Tüten ran. Ich habe jetzt zwei Tüten genommen und auch ganz klar Papiertüten, weil es sind einige schwere Sachen bei und nachher reißt uns das irgendwie ineinander und das wollen wir nicht. Deswegen nehme ich jetzt mal so ein Tuch, das könnte also etwas länger wieder. Also ich habe mich jetzt einmal hier für Domestos entschieden. Habe ich jetzt einfach spontan mitgenommen. Ich habe jetzt alles so ein bisschen bunt gemischt reingeschmissen. Das ist jetzt nicht nur. Und sogar auch dieser wieder Make-up-Produkte, weil man hat man schon Chance, 25% auf alles zu ergattern, auf allen Märkten und alle Produkte. Von daher habe ich dann auch ein bisschen zugelangt. Ja, dafür habe ich hier einmal mich für Domestos entschieden. Nichts gerade Spannendes, nichts gerade Reguläres. Ich gehe die Tüte mal nach unten, irgendwie nervt mich das. Dann habe ich mich für eine neue Wimpernzange von Essence entschieden. Weil meine ist, sieht ja schon nicht mehr wirklich schön aus und irgendwie ist die total verkehrt rum. Also eigentlich gehört sie so rum, aber irgendwie ist sie so rum. Ja, auf jeden Fall ist die jetzt Gold und hat wieder einen neuen Ersatz, weil meine sieht echt so beschissen aus und meine ist auch schon jede Menge Jahre alt und vielleicht tut die Ehren auch einen guten Zweck. Dann habe ich mich für Fatis entschieden. Ich hole normalerweise immer nur das von Balea, aber da das 25% war, habe ich gesagt, okay, nehme ich das diesmal von Batiste mit und das ist für normales oder trockenes Haar und Feuchtigkeit spendend. Dann haben wir ein neues Fußkühlgel mitgenommen auf jeden Fall. Ja, ist eigentlich ganz angenehm im Sommer, wenn man mal warme Füße hat, kühlt das echt gut ab. Ich packe jetzt mal ein paar Sachen hoch hier. So, dann haben wir auch ein bisschen bei Shampoo und Spülung losgekriegt. Ich habe mir einmal eins von, oh, irgendeins ist hier schon auf. Naja, ich habe mich jetzt hier eins für Isana entschieden, für koloriertes und getöntes Haar, weil meine Haare sind nämlich koloriert. Und von daher habe ich gesagt, nehme ich auf jeden Fall das einmal mit. Dann hat mein Mann sich auch was mitgenommen. Er hat sich aber das nur mitgenommen, weil er die Farbe so geil fand. das ist jetzt eine Haar-Repair-Kur für langanhaltende Spülung, für langes und geschädigtes und fettiges Haar. Ja, das hat mein Mann sich mitgenommen. Dann haben wir hier noch Kokadent Reiniger Aktiv Plus Sichtbar Gründlich. Also anscheinend so Reinigungstabletten. Keine Ahnung. Ich habe sowas noch nie gesehen. Ja, das hat mein Mann auf jeden Fall mitgenommen. Ich habe auch keine Ahnung. Muss ich testen. Ach, du hast auch keine Ahnung. Ja, das ist wunderbar, mein Schatz. Perfekt. Ja, dann haben wir nochmal Isana-Spülung hat mein Mann mitgenommen. Dann habe ich mir noch mitgenommen von Carefree Ultra neue Binden. Ihr könnt mal sagen, ob ihr Binden benutzt, Tampons, Menstruationstassen oder was ihr so benutzt. Das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Wenn ihr mal wollt, dass ich so ein extra Thema drüber mache, dann mache ich das gerne. Aber ja, ich weiß nicht, warum ich mich schämen soll, aber das hat, glaube ich, jede Frau so seinen monatlichen Besuch. Und von daher habe ich mir dann gesagt, okay, dann brauche ich auf jeden Fall eine neue Packung. Dann haben wir hier schon mal eine Maske, obwohl ich sagen muss, Masken, die waren echt schon schnell weg. Also Masken waren viel weg, dann war so gutes Parfüm auch relativ schnell weg. Die Make-up-Abteilung war noch relativ gut gefüllt, muss ich sagen, obwohl da einiges los war. Da war es dann so schon sehr schwierig, den Abstand einzuhalten. Auf jeden Fall habe ich mich hier für die eine Anti-Stress-Maske entschieden.
Und dann haben wir hier noch einen Kamm zum Stylen und Glätten aus Bambus, glaube ich, oder Holz, irgendwie sowas. Ich schmeiße das jetzt mal eben alles einmal aufs Bett, damit ich hier wieder Platz habe. Okay, dann geht's weiter mit Tüte Nummer 2. Dann habe ich noch mitgenommen. Nochmal so Kosmetiktücher, nichts sehr Spektakuläres, nichts relativ Tolles. Aber ich habe jetzt einfach ein bisschen von jedem mitgenommen und ich brauchte sowieso eigentlich wieder welche. Von daher war das schon ziemlich regulär. Dann habe ich nochmal Wattepads mitgenommen. Wir schon mal sind günstigere Marken dabei, mal sind teure, weil ja, es war halt schon einiges ausverkauft, womit ich nicht gerechnet hätte. Und man war auch ziemlich überrascht, dass, obwohl nur 25% waren, so ein Ansturm war. Aber ja, das kann wahrscheinlich jede Frau jetzt hier nachvollziehen. Ja, habe ich mir auf jeden Fall auch noch einmal mitgenommen. Dann haben wir hier auch das passende Shampoo dazu. Ich wieder alles raus hier. Mich nervt das irgendwie tierisch ab, dass das hier alles liegt. Ist das kalt. Wir haben es gleich geschafft. So. ich arbeite mich jetzt mal so von links nach rechts. Dann habe ich hier von Essence Concealer Sponge mitgenommen. Weil kann man ja immer gebrauchen, gerade für unter die Augen oder für so ein kleine Pickelchen kann man die immer gebrauchen. Dann habe ich mir einen neuen Pinsel mitgenommen. Und zwar ist der von Essence, der Eye Blender Brush. ja, dann habe ich mitgenommen nochmal Stripes. Schaut sie ganz normal auf, wenn ich will hier drehen. Ja, da habe ich mir noch Stripes mitgenommen. Schatz, sei lieb jetzt. Nein, Entschuldigung, kleiner Kojote. Kleiner Kojote, sei lieb jetzt. Und warum jetzt auch kleiner Kojote, dazu komme ich dann am Ende. Auf jeden Fall habe ich mir noch die hier mitgenommen. Dann haben wir nochmal, okay, das haben wir mal ein Fußpilzschutzcreme. Er zeigte mir das zwar, aber ich wusste nicht, dass er das in so einen Einkaufswagen mit reingepackt hat. Zieht schnell ein und füttert nicht. Naja, sollte man vielleicht mal im Haus haben. Vielleicht bekommt man sowas ja mal irgendwo, obwohl man sowas ja eigentlich nicht haben will. Aber vielleicht bekommt man das mal und dann ist man dagegen vorgebeugt. Dann haben wir uns eine neue Seifenschale mitgenommen. Die kostet ja regulär 4,99 €. So, weil wir haben ja zwei Seifen. Wir haben einmal so eine feste Seife und einmal so eine Flüssigseife. Wir haben uns einen neuen Seifenspender von Sakrotan geholt. Den wir auch schon aufgebaut haben. Von daher kann ich wieder schlecht zeigen, aber ja, davon haben wir auf jeden Fall auch einen mitgenommen. Ja, wir haben uns dann auch für eine Seifenschale entschieden und ja, die haben wir uns auch mitgenommen. Dann habe ich noch mitgenommen ein neues Puder und zwar von Catrice Cosmetics All in Matte Plus Powder. Das soll jetzt nicht kaputt gehen. Dann habe ich noch einen Pinsel mitgenommen. Und zwar ein Flat Powder Blush. Ein flacher Puderpinsel. Dann sieht man, was man alles eingepackt hat, ohne es zu wissen. Dann habe ich mir eingepackt eine neue Haarkur. Eine Minute Haarkur Argonöl mit Cranberry. Die habe ich mir auch noch mitgenommen. Das ist für so trockenes und strapaziertes Haar. Ja, dann haben wir uns nochmal eine neue Seife geholt. Und zwar die von Sakrotan. Naja, fangen wir die von Sakrotan, weil wir einen neuen Sakrotan-Seifenspender seit kurzem haben. Das zeige ich vielleicht gerne einmal kurz. Den haben wir nämlich auch von Rossmann, bevor wir wussten, dass der Ausverkauf war. Wir sind von anderen Rossmann geholt, sonst hätten wir uns Geld sparen können. Aber ich zeige sie nicht trotzdem einmal. Ja, die haben wir uns auf jeden Fall noch mitgenommen. Ich glaube, ich sitze auf der Hälfte der Produkte hier. So, jetzt. Dann habe ich mir nochmal ein neues Fixie Spray mitgenommen. Und zwar von Essence, da Keep a Perfect Backup Spray. Es gab zwei, deswegen habe ich mich jetzt für das Weiße entschieden. Dann habe ich noch mitgenommen ein neues Parfüm. Zwar nicht für mich, aber für meine kleine Schwester. Die wird jetzt
in ein paar Tagen 19. Von da habe ich jetzt gesagt, okay, nehme ich mal nochmal ein kleines Parfüm mit, freut sie sich sicherlich. Und ja, das waren früher als Teenager meine Lieblingsparfüms, weil die nicht allzu teuer waren. Und als Teenager hat man dann so ein bisschen viel Geld, um sich ständig neue Parfüms zu kaufen. Ich habe mich jetzt für Mini Vanille entschieden. Ich weiß gar nicht, wie das riecht. Ich mache jetzt einfach mal Geruchstest hier. Kennt ihr dieses Parfüm oder dieses Deo, was ganz extrem nach Vanille riecht? Ich komme nicht drauf, aber ganz viele kennen das von euch. Das riecht auch gut. Ich hoffe mal, meine kleine Schwester hat es gefallen und das wird sie auch noch zum Geburtstag kriegen. Die wird nämlich in ein paar Tagen 19. Kaum zu fassen, wo die Zeit geblieben ist. Bumm. Dann habe ich nochmal eine Augen- und eine Lippenmaske mitgenommen. Dann haben wir nochmal einen Pinsel. Also bei Pinsel habe ich zugeschlagen. Ja, das ist auch wieder ein Eyeshadow Brush. Dann habe ich einen neuen Augenbrauenschnitt mitgenommen von Revade Loop. Das ist der Cosby Brush Eyebrow Pen. In der Farbe 04 Mocha, also für dunkel. Ich habe jetzt auch dunkle Haare. Sieht aus wie braun, ist eigentlich eine dunkle Kirsche, auf gut Deutsch gesagt. Der sah ziemlich interessant aus, muss ich sagen. Und zwar hat er hier einmal so eine fette Spitze. Und dann kann man das hiermit wohl irgendwie verblenden, was ich ziemlich cool finde. Und der wird auf jeden Fall mal ausprobiert. Und dann gibt es ja auch, oder Catrice hat ja ein neues Sortiment rausgemacht, ohne dass ich davon erfahren habe. Dann habe ich mir auch eine neue Foundation geholt. Obwohl ich es eigentlich nicht nötig habe, mir ständig neue Foundation zu holen. Aber ich habe gedacht, okay. Und zwar ist das von Catrice die Choose Skin Hydra Foundation. Eigentlich habe ich auch noch einen Concealer geholt. Irgendwie ist der in der Tüte oder ich sitze da irgendwie noch drauf. Keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich mir noch die hier geholt in der Farbe 004 Neutral Porzellan. Da bin ich mal sehr gespannt, wie die ist. Und wenn ihr möchtet, gleich teste ich die auch live mit euch aus. Und ich gucke mal, ob ich jetzt irgendwas vergessen habe. Nein. Sieht nicht so aus und ich zeige jetzt einmal noch mal kurz den Seitenspender. Den haben wir uns vor ungefähr vor 3 Tagen geholt. Gibt aktuell aber, glaube ich, auch noch Baros mit. Und zwar ist der, wie schon gesagt, von Sakrotan. Dazu kriegt ihr so eine Seife gratis. Ich glaube, der kostet 6,95, wenn ich mich richtig entsinne. Das ist jetzt die Geruchsrichtung Tropical und ich habe das Ding vorher ausgemacht. So intelligent war ich auf jeden Fall. Und habe das Ding vorher ausgemacht. Riecht auf jeden Fall sehr gut. Und von daher habe ich dann gesagt, okay, nehme ich mir noch eine passende Seife heute mit. Und ja, das ist auf jeden Fall der Seifenspender dazu. Ich gucke mir jetzt, ob da irgendwas in den Tüten ist. Okay, da ist nichts mehr drin. Und da ist auch nichts mehr drin. Und wir haben jetzt 2 Bons. Einmal knapp 20. Und einmal ganz knapp 60. Und dadurch haben wir eine Ersparnis gehabt. Einmal 39,68 und einmal 10,66 €. Also wir haben uns eigentlich gut was gespart, wenn man sich das so ein bisschen zusammenzieht. Eigentlich 20, 60, also 80 Euro und wir haben 40, 50 gezahlt. Also wir haben uns knapp 30 Euro gespart. Und da soll man nicht sagen, 25% ist nicht viel, doch eigentlich schon. Und ja, ich hoffe, euch hat mein kleiner Spontan-Heu gefallen. Gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Abonniert mich, falls ihr noch nicht gemacht habt. Das könnt ihr natürlich gerne kostenlos tun. Und ich würde sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Video wieder. Macht's gut, ihr Lieben.